Nach dem 3:0 gegen die Flockies steht für Weidenhausen das nächste wegweisende Spiel auf dem Kattenloh an. Gegen den letzten Steinbach 2 geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Freistoß Adler in der 18. Minute, getreten von Gerbig. Tim Gonnermann per Kopf und der ist drin, sagt zumindest Schiedsrichter Rühl. Aus unserer Perspektive ist es schwer aufzulösen, doch es ist offiziell. Weidenhausen liegt vorn. 5 Minuten später, wir sehen wieder einen Freistoß, wieder die gleiche Position und wieder Gerbig. Steinmetz per Kopf an die nach oben gestreckte Hand von Hartmann. 11 Meter für die Gastgeber. Und obendrauf gibt's Gelb für den Steinbach-Kapitän. Jan Gerbig hat bereits am Wochenende gegen den SVU vom Punkt genetzt. Und den macht er wieder sowas von souverän. 2:0 Adler. Nur 4 Minuten später, der SV macht weiter Druck. Sören Gonnermann, kein Durchkommen, legt zurück auf Steinmetz. Auf der anderen Seite ist Platz. Rehnke auf Sören Gonnermann, 3:0. Der treueste Spieler der Liga spielt bereits seit über 16 Jahren für die Adler und ist mit 34 immer noch sehr torgefährlich. Zu Beginn der zweiten Hälfte stürmt jetzt der TSV. Weidenhausen bekommt keinen Zugriff und Haidarei verwandelt aus der Drehung. Nur noch 3:1. Doch Steinbach 2 kann an den Anschluss nicht aufbauen. Stattdessen spielen wieder die Adler. Sören Gonnermann bleibt robust, trickst dann seinen Gegenspieler aus und ist nur noch durch ein Foul zu stoppen. Wieder ist Hartmann der Übeltäter. Der zweite von ihm verschuldete Elfmeter in dieser Partie. Ein rabenschwarzer Tag für den Innenverteidiger. Der Gefaulte schießt selbst. Gonnermann macht den Deckel drauf. Es ist das erste Spiel seit der Winterpause, in dem der verletzungsgeplagte Kapitän durchspielt. In diesem gelingt ihm direkt ein Doppelpack. Weidenhausen gewinnt mit 4:1 und feiert den dritten Sieg aus den letzten 4 Spielen. Schlusslicht Steinbach 2 hingegen bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Punkte. Auch der SV Steinbach konnte am Wochenende nicht punkten und empfängt heute auf dem Kunstrasen in Eiterfeld den TuS Dietkirchen. Die Gäste in Rot erspielen sich viele gute Chancen und bekommen in der 37. Minute einen Eckball. Steinbach befreit sich zunächst. Hütsch auf der Linie, Pfosten! Und Hütsch befreit den SVS. Eine dicke Chance für den TuS und eine starke Rettungstat von Steinbachs Linksverteidiger Tore Hütsch. In der letzten Minute eines umkämpften Spiels stürmt Steinbach. Flanke Budesheim, Paljatka am Tor vorbei. Die Partie endet mit 0:0. Ein Punkt, mit dem beide gut leben können.